Hallo Leute, willkommen zurück. Ja, haben jetzt einen Server gefunden, der auf jeden Fall mehr Frames hat. Und der Soji ist gejoint und bewusst ist gewesen. Diesen Bug hatte ich bei meinen Hardware-LP-Folgen auch schon mal gehabt. Ja, ich bin aber am Verhungern, das und, ist ja das Problem. Ja. Er ist halt gerade am Verrecken. Nein, check Puls, das fand ich richtig cool. Wir haben gerade herausgefunden, dass man Puls checken kann. Puls ist strong, steht da. Können euch ein paar Inhalte des Spiels zeigen anhand von mir Erste Hilfe. Genau, so Erste Hilfe-Dings. Drag Body, also ich könnte ja auch was ziehen, aber wir sind hier oben in Sicherheit. Ich hoffe, dass er bald aufwacht. Wie weit ist denn die Uhr schon da, diese? Na, noch nicht mal bei der Hälfte, aber gleich. Ach scheiße, die dauert so lange, ne? Ja. Sex Cannon. Script Restricted by Battle Eye, weil irgendwas anderes. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner rein. Achte mal lieber auf die Tür oder so. Ich stehe bei der Tür. Pass auf, und dann mache ich auf und dann werde ich irgendwie von der Plattform darunter gebacken oder so und brech mich. Alter, bei mir ist das totale Licht irgendwie, total gerade Smoothie-Licht oder wie man das nennt, Smoothie. Ja, wenn ich Rechtsklick gedrückt halte, wird das auch irgendwie voll hell oder so. Ich weiß auch nicht, wie die Taschenlampe funktioniert, ich bin ehrlich. Ja, ich hab noch dieselbe Ausrüstung wie vorher, also ich bin so wie wir jetzt sind, bin ich halt. Ich habe die Military Flashlight, keine Ahnung. Aber leider ist meine Hatchet weg, also die wurde nicht mehr mitgezählt beim Server. Ja, der Server war anscheinend down. MV1 Reiner wurde gekillt. Ich habe irgendwie voll die Panik, dass jetzt einer reinkommt. Ich stehe an der Tür, also eigentlich. Ja, wenn er von der anderen Tür kommt. Ziemlich unwahrscheinlich, ja, ich gehe mal abchecken ein bisschen. Weil ich kann ja von Richtung Elektro kommen. Ich habe vielleicht Glück, ich sehe aus wie eine Leiche, aber er würde mich dann trotzdem droppen. Also die Sachen. Er würde dich looten, ja, das stimmt. Ich würde es vielleicht überleben, aber, ne. Ist da hinten was? Nein, hinten ist nichts. Keine Sorge, ich laufe nicht weg, ich laufe von unten ein bisschen rum und gucke. Der Server ist ein bisschen voller, da sind jetzt, Moment, könnt ihr mal sehen. Verdammt. Vor allem, ich habe mal so einen amerikanischen Let's Player gesehen, der hat in DayZ mit seinem Kumpel sich ein Auto zusammengeschraubt. Und die haben dann halt auch später mit Helikopter Leute gesucht, die irgendwie bewusstlos sind oder halt Hilfe brauchen und haben ihnen halt dann geholfen. So was ist geil. Oh Leute, der Battle Eye kickt gerade total viele. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt bald dran sind. So, ich mache hier kurz einen Cut und warte, bis du aufgemacht bist, wa? Bin ich gleich. Achso, okay, dann aber. Ist fast fertig, ist an. Dann lasse ich die Aufnahme einfach mal, dann habt ihr halt mal sowas zu sehen. Ja, sowas gehört im echten Leben eigentlich auch dazu, dann sage ich mal. Also, so einfach so cutten kann man sowas ja nicht. Oder respawnen. Ja, genau, das sowieso. Oder auch allgemein, wenn ich jetzt. Leute, ich habe so Lichtbugs, so kleine Lichtbugs habe ich hier gerade. Also, ja, also, wenn wir jetzt quasi in echt so unterwegs wären hier in so einer Zombie ist und du dann mächtig wirst aus irgendeinem Grund. Muss ich auch warten und auf die aufpassen. Das kann ich ja nicht einfach so weg. Ach komm, ich geh mal und du wachst schon irgendwann auf. Geht schon. Nee, man muss ja dann. Wie gesagt, ich versuche das wirklich so, ich sag mal, als Anführungsstrichen realistisch zu halten, wie es geht. Weil das macht dann auch einfach dieses Feeling mehr. Ich glaube dann auch, man als Zuschauer so, fehlt man dann jetzt auch gleich aufstehen. Fehlt man dann und auch zwar viel mehr genau mit. Jetzt. Wahrscheinlich jetzt. Bei mir liegst du noch. Ah, du bist wach. Soll ich dir irgendwas geben? Brauchst du irgendwas? Oh, scheiße. Meine ganze Sicht ist verschwommen und er hat erstmal die AK geladen. Okay. Warte, ich esse erstmal was. Ja, mein Pass ist Gott sei Dank noch da. Ich dachte, die hat sich weggebuggt. Okay. So. Du hast alles? Ja, mein Trinken ist voll, mein Essen ist voll. Also gut, mein Essen geht so, aber das Trinken geht auch so. Aber es geht alles noch, es hätte ja noch ein ganzes. Aber in der schönsten Ganze, also ich würde sagen, wir laufen jetzt gleich da lang, wo du wolltest, also gleich runter, weil auf beiden Seiten ist nichts. Okay. Müssen wir aber eventuell aufpassen, weil wenn du jetzt rausgehst, war links. Ah! Sag ich ja. Da war irgendwo ein Zombie. Erschießen? Warte. Nein. Nein. Definitiv nicht. Zum Rücken hin sehen die nicht, also langsam laufen. Langsam vor. Wie geht das nochmal? Schiff gedrückt halten. Ich konnte das mal ein paar Tage lang so machen, dass ich mal ganz kurz Rechtsklick gedrückt habe und dann lief der ganze Zeit. Wenn wir jetzt so vorbeilaufen, dann sieht er uns keinesfalls. Da wette ich mit dir um 100 Euro und ich gewinne. Ja, ich habe nicht mal so Panik um den Zombie, sondern vielleicht um den
virtuellen Sniper, der links steht. Virtuellen Sniper, der links steht, hä? Ja, deswegen. Ach so. Weil ich habe das, als ich den Sniper, den ich killen wollte, wo ich selbst gestorben bin, wo du da mit den Typen da bei der Feuerstation rumhingst. So, ich bin jetzt hier bei den Bäumen. Ich bin jetzt hier bei den Bäumen, kommst du hoch, ja, du kommst hoch. Ja, jetzt kannst du wieder schnell laufen. Jetzt haben die dich außer Reichweite. Okay, komm weiter mal hier in den Wald rein. Oh, der hat umgedreht, hammer nice, der Zombie. Aber der läuft, keine Sorge, der läuft nicht unsere. Du kannst wieder schnell laufen, also so. Ja, ich bin jetzt noch schon. Hardy, komm mal her. So, bei mir läufst du so langsam. Oh nein, du hängst wieder fest bei mir. Nein. Läufst du auf der Stelle. Ja, bei mir läufst du auch auf der Stelle. Na toll. Scheiße. Nicht schon wieder. Weil das Geilste ist, ich kann jetzt Sachen aus deinem Backpack nehmen. Nein. Was ist das denn? Echt, Mann. Ach Leute, fickt euch doch. Nein, sorry, nicht fickt euch doch, aber... Oh, warum funktioniert denn kein Server richtig? Ah, doch, warte, jetzt bist du zurückgespawnt. Ja, worden. Du bist bei mir auch gerade weg. Ah, da bist du. Oh. Gott sei Dank. Ein Glück. Hyper, so, ich folge ja. Dir, ne? Ja. Ja, der okay. Server hat auf jeden Fall mehr. Ja, das ist eigentlich einer meiner Favoriten, weil man kommt schnell drauf, man kann schnell respawnen, man kann schnell disconnecten und wieder raufgehen. Und man hat viele Frames und ich habe gelben Ping. Ich auch. Gut. Gelber Ping heißt ja nun noch nicht ganz abfuck. Ja, solange wir uns sehen, ist mir das relativ egal. Ja, also ja, genau, stimmt. Roten Ping haben, aber die Frage ist, ja. Ich habe total die Smoothie-Grafik gerade. Das sieht total richtig geil aus irgendwie. Stehe ich nicht. Adi, siehst du mich noch? Ja, ja. Sah eben so aus, als wärst du irgendwie links oder rechts oder so. Ja, ich habe gerade nach links geguckt, deswegen sieht man nur so aus. Neues Wildschwein. Das sieht aus wie ein Busch. Das ist so still. Ja, das steht rum. Ja, einige Tiere stehen wohl nur rum und einige Tiere laufen. Also wie die Kuh, die wir gesehen haben, die laufen halt. Ja, aber nur, wenn man die anstupst. Du weißt, wo lang wir müssen, ja? Ja. Gut. Ja, klar. Wir müssen einfach nur, das Meer muss von uns links sein und es liegt an der Küste. Von daher ist das wohl schwer zu verfehlen. Das stimmt. Wenn wir den Weg lang... Oder, ja. Neben, oder so an dem Weg lang gehen. Ich glaube, das ist Prigrodki da unten. Prigrodki mag ich nicht, da bin ich immer gestorben. Ja. Leute, aber ich habe hier echt konstant 18 Frames. Nicht weniger und nicht mehr. Oh, Senor P. Pace. Ich bin hier runter. Ja, ich sehe dich. Gut. Ich weiß, ich guck, ob das Prigrodki ist, wenn, dann kommen wir mal, gucken wir uns mal in den Scheunen um, ne? Van Rainer ist wieder gekillt worden, hey. Ah, nee, das ist, gehört noch zu Elektro da, aber da ist eine fette Scheune, was meinst denn du? Wo? Wo bist denn du? Hier hinter dir. Warte. Ich hab roten Ping! Guck mal darüber, hier so. Da. Warte, ich zoom mal mit meiner absoluten coolen Sicht. Ja, da ist eine Scheune, wollen wir? Ich weiß nicht. Ich bin ja ganz stark dafür, aber kommen wir daneben wieder raus? Ja, das ist ja das Problem, das weiß ich nicht. Das ist am Ende von Elektro. Jetzt lass mal echt überlegen. Ja, okay. Ich hab ne AK. Ich hab ne Makarov. Ich meine, wir haben ja alle Sachen zum Überlegen. Das Einzige, was mir fehlt, ist Essen. Was zu trinken, habe ich sogar noch. Munition, aber ich schätze nicht, dass in der Scheune eine AK-Munition liegt. Na gut, darum geht's aber. Mir geht's eher ums Essen und Trinken. Essen und Trinken schätze ich nicht, dass das in der Scheune ist. Und wenn, dann sehr selten. Also gehen wir weiter. Also Scheune nicht. Ja, nur zum Mall. Genau. Oh. Perfekt nachgedacht. Und Tscherno werden wir auch umlaufen, weil wenn wir außen rumgehen, kommen ja so gesagt, also der Mall liegt an der Stadtgrenze. Ja. Also ich weiß nicht, ob du roten Ping hast, ich hab roten Ping. Ich nicht mehr. Quaid Vehinkel, wieder wurde einer gekickt, deswegen. Oh. Die sind anscheinend fucking Cheater auf dem Server. Ja, ich freue mich aber schon auf den Standalone-Bilder. Ich hoffe, die verändern das jetzt nicht so heftig. Also, hoffe, ja, genau, genau. Aber das Spiel jetzt nicht irgendwie verunstalten oder so. Genau, dass es jetzt irgendwie mit so Bombengrafik wie Battlefield 3-Grafik machen, weil ich glaube, das würde das Spiel wiederum echt versauen, wenn die echt da so eine High-End-Grafik reinhauen oder so eine High-End-Engine, glaube ich. Ja, ich mache mir eher Sorgen, also, dass das irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anderes machen und das ganz anders aussieht oder so. Ja genau, dass zum Beispiel jetzt hier diese ganze Ortschaft. Ja. Gut, also, die, also die was? Ich habe nur gesagt, dass neue Animationen geplant sind. Ja, das ist ja wiederum gut, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, also da bessere Animationen bei Leiter hochklettern und den ganzen Mist. Ja genau. Zombies sollen besser ausschauen und wie sie dann losrennen und was weiß ich. Was mich ja, oder was ja bestimmt noch cool wäre,
wenn die sich echt ein paar Jahre daran setzen an die Programmierung von der gesamten Map für DayZ und da echt, weiß ich nicht, so ich sag mal, die berühmtesten oder die, ja doch, also so die Hauptstädte, die meisten so kennen oder auch die größten Hauptstädte, so halt so in eine Map machen. Ja. Also ich frage mich, wie sie das machen, dass man bei seinem Freund spawnen kann oder dass man zum Beispiel sieht, wo er auf der Map ist, also dass der. Ja genau, so eine Art kleines Radar, genau. Nee, echt so, dass sie vielleicht so Las Vegas irgendwie so total zerstört nehmen, dann noch Berlin und so, keine Ahnung. Tschernobyl. Ja genau, es gibt's ja wirklich, ne? Tschernobyl gibt's ja wirklich. Klar. Erster Atomunfall in der Geschichte. Genau, und dass sie dann irgendwie, ja genau, irgendwie sowas. Und dass sie dann auch so irgendwie diese Atomkraftkatastrophen, also so zerstört einbauen und so, das für mich auch noch. Was ja noch cool wäre, jetzt schießt mir gerade 1000 Ideen durch den Kopf. Also so radioaktive Gebiete. Ja, ich muss sagen, also als ich das erste Mal DayZ gesehen habe, das habe ich zum Tag des Release gesehen, aber ich kannte das gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das an dem Tag rauskam. Ich habe einfach einen Livestream von meinem Lieblings-Let's Player geguckt. Habe ich halt gesehen, dass der irgendwas mit Zombies spielt. Und habe ich halt gefragt im Chat, was er gerade spielt. Dann haben sie mir mit DayZ geantwortet. Natürlich gleich mal gegoogelt und alles eingegeben. Ja, genau. Ja, und der ist halt, dieser Let's Player, der ist echt geil, weil der spielt auch Blind-Spiele auf schwer. Und der ist voll gut. Ich weiß ja nicht, ob du das schon mal fast von Dark Souls oder so gehört hast. Nö. Aber du kannst mir privat mal nachher den Namen sagen. Ich will jetzt hier keinen Namen erwähnen. Ja, genau. Okay. Nee, jedenfalls hat er auch so ein Spiel gespielt. Das habe ich mir halt auch nur dadurch gekauft. Das hieß Stalker. Und das ist so ähnlich wie DayZ. Bloß, dass du es halt alleine spielen musst. Das spielt in Tschernobyl. Aha. In der Gegend um Tschernobyl. Und du musst halt für Leute Missionen erfüllen. Und musst halt achten, dass du nicht verstrahlt wirst. Dass du genug zu trinken hast. Dass du... Ja, und... Ah, okay. Das war halt die Sache, wo ich gemeint hatte, DayZ hat nicht die Atmosphäre. Da fehlt ganz einfach die Atmosphäre, diese Verlassene, dadurch, dass halt die Sache, für mich sieht das irgendwie alles so hingelegt aus, halt nicht so verlassen hat. Weil du siehst ja, wenn irgendwie was verlassen ist, dass die Tür noch offen steht oder so, da sind einfach irgendwie Autos auf die Straße gebatzt und so. Das ist natürlich Geschmackssache, aber fällt mir einfach so. Ja klar, das ist echt Geschmackssache, das liegt wieder im Auge des Betrachters. Ja. Da bin ich ein bisschen verwöhnt, weil ich das Spiel gespielt habe, aber ich muss sagen, ich war im Stalker noch schlechter. Weil da kam, glaube ich, alle Stunde irgendwie so ein riesiges Gewitter, was dann alle Tiere und so ausgelöscht hat, und wenn du als Mensch draußen warst und nicht in so einer komischen Station, bist du halt auch gestorben. Ja, oh, hammer nice. Ja, ich glaube, Stalker hole ich mir auch irgendwann mal. Ja, das kostet ja auch nicht so viel, das kostet 5 bis 10 Euro. Das hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Das ist schon etwas älter. Die wollten halt Jugendlichen diese Geschichte von Tschernobyl näher bringen und haben sich halt gedacht, Schulbücher bringen es nicht mehr. Ja. Und haben das halt ins Spiel verpackt. Ja, das ist, glaube ich, auch eine gute Idee, was man bei relativ vielen Sachen machen könnte. Echt solche Sachen in Spiele einpacken, so. Den Berg da hoch. Ja, wir gehen mal über den Berg. Okay. Fühle mich da irgendwie ein bisschen... Ja, klar. Safety. Ist da unten ein Strand? Ist da Sand? Ja, kann sein. Hammer, nice. Ah, aber da ist die Insel mit dem Turm. Ja, das ist aber die andere. Ja. Es gibt einen Ort mehr, und die hier, siehst du, die ist mit der anderen, also mit dieser Insel verbunden, also es ist nur eine Halbinsel. So, ich habe übrigens rot und pink. Ja, solange du mich siehst, wie gesagt. Ja, genau, Klöchner, solange ich sehe, dass du dich bewegst, alles gut. Ja, aber nee, also doch, es gibt eigentlich noch so vieles, was man in dieses Spiel einfließen lassen könnte. Aber ich meine, allein die Programmierungszeit, oder gut, was heißt wie lange, ich weiß ja nicht, keiner weiß ja jetzt, wie lange sie an der Programmierung bis zum ersten Release gesessen haben. Mhm. Aber, sag mal, allein... Vor allem am Ende kommen dann bestimmt noch so Sachen, wenn man bewusstlos ist und halt kurz vorm Sterben ist. Weil ich habe gehört, da kann man irgendwie also nicht so viel machen, also für den Typ, der gerade da bewusstlos ist und am Sternenlicht, am Ende kannst du bestimmt dann noch, keine Ahnung, so... Herzmassage machen und so Mist. Ja, das genau, halt echt dieser ganze Kleinkram eigentlich, was es ist. Das Esprit Grotzki. Ist ja im Endeffekt eigentlich alles nur Kleinkram, was man da so machen kann. Das ist tatsächlich Grotzki. Was, so klein? Ja, nee, stimmt, da hinten, ja doch. Die drei Scheunen siehst du ja. Ich finde, die ist eigentlich ganz cool, weil du kannst da von einer zur anderen gehen und gleich alles looten.
Die Frage ist, gehen wir da jetzt rein? Ist wiederum die Frage, warte, ich muss erstmal was trinken, sonst sterbe ich hier, warte. Ja, ich trinke auch schnell was. Sagen wir es so, die Grafik können sie schon besser machen, aber halt im schon besser, im aber ich glaube eine High-End-Engine und High-End-Grafik würde das Spiel wiederum versauen. Ja, da hast du recht. Aber klar, so verbessern auf jeden Fall. Okay, aber man kann es sich noch besser wünschen. Und halt diese Bugs, diese elenden Bugs. Und ja, genau, wie zum Beispiel, dass Zombies einen durch die Wände schlagen und so, das ist manchmal auch ziemlich Mist. So, mein Essen geht, verdammt, aber Essen müssen wir...